In dieser Woche wird rund um den Arlberg einiges geboten und damit grüße ich Sie ganz herzlich hier zur Wochenwettershow. Vergangene Woche war Sonnenschein im Angebot, wie man hier auf der Webcam von St. Anton am Arlberg sehen kann. Der Himmel war am Donnerstag stahlblau. Und dasselbe Bild gab es auch in Lech am Arlberg. Die Berge weiß, der Himmel blau. Was will man mehr? Und das Beste daran, am Dienstag geht es genauso sonnig weiter. Teilweise scheint die Sonne da noch wieder bei strahlend blauem Himmel. Und auch am Mittwoch gibt es zunächst noch Sonnenschein. Die Wolken werden jedoch im Tagesverlauf von Westen her dichter und es fängt an zu schneien. Die Höchstwerte liegen an diesen Tagen bei rund 1 bis 4 Grad. St. Anton am Arlberg ist auch ein Paradies für Kinder. Hier haben sie ihre eigene Ferienwelt und können ganz spielerisch das Stemmen, Springen und Wedeln lernen. Es gibt ein umfangreiches Angebot für die kleinen Skizwergerl, Märchenwiesen, Geländegarten und natürlich gehören auch Mittagsbetreuung und gemeinsames Essen zum Kinderprogramm dazu. Der Donnerstag ist auch noch ein recht guter Skitag. Es sind da zwar einige Wolken unterwegs, die Sonne kann sich nicht mehr ganz so häufig zeigen. Es bleibt aber meistens trocken bei maximal minus 1 bis plus 2 Grad. Deutlich ungemütlicher wird der Freitag. Es fällt da immer wieder Schnee und teilweise schneit es richtig kräftig. Es kann da auch einiges an Neuschnee zusammenkommen. Dazu gibt es in 2000 Meter Höhe minus 3 Grad. In 3000 Meter Höhe wird es frostig kalt mit minus 11 Grad. Am Freitag findet übrigens im Vorfeld des Kultrennens der Weiße Ring, das Speed Race Zürs, statt. Dabei geht es nicht um die schnellste Zeit, sondern um die höchste Geschwindigkeit. Ja, und nun kommen wir zu dem Rennen der Weiße Ring. Das findet tags darauf am Samstag, den 17. Jänner statt. Es gehört zu den Highlights der Wintersaison. Es ist ein einzigartiges Skirennen zwischen Lech, Zürs, Zug und Oberlech. Das Besondere daran, es treten Profis gegen Amateure an und das gilt als das längste Skirennen der Welt. Es geht über 22 Kilometer, das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Dazu kann es am Samstag immer wieder mal schneien, zwischendurch scheint aber auch die Sonne bei maximal 2 Grad im Tal. In 2000 Meter Höhe bekommen wir rund minus 5 Grad. Und auch am Sonntag und Montag geht es leicht wechselhaft weiter mit Sonne, Wolken und einzelnen Schneeschauern. Dabei gehen die Temperaturen etwas zurück. Und auch in St. Anton geht es am Samstag rasant zu. Der Synchro-Ski World Cup ist zu Gast in St. Anton. Synchro-Ski ist ein Paarwettbewerb, bei dem es hauptsächlich um die Abstimmung mit seinem Partner ankommt. Aber natürlich tickt auch die Zeit. Spannung ist also garantiert. Auf der Slalompiste findet tagsüber das Qualifying statt, abends wird bei Flutlicht das Finale gefahren. Ja, und nach so viel Action können wir am Sonntagabend die Woche musikalisch ausklingen lassen. Das Boccabella String Orchestra aus Südafrika ist zu Gast in Lech. Ab 21 Uhr findet in der Neuen Kirche das Konzert des wohl ungewöhnlichsten Streichorchesters der Welt statt. Hier wird gestrichen, gesungen, getanzt und getrommelt. Klassik trifft dabei auf südafrikanische Tradition. Sie sehen, die Region Arlberg, die als Wiege des alpinen Skilaufs gilt, hat noch viel mehr zu bieten als bloßes Skifahren. Auch abseits der Pisten wird es nie langweilig und damit wünsche ich Ihnen schöne Wintertage und bis bald.